In ihrem Berliner Atelier ist die koreanische Künstlerin Seo in ihrem Element. Denn dort entstehen die Werke, die künftig das neue Art Hotel Cologne schmücken werden. Auf ihren farbenprächtigen Gemälden gibt es viel zu entdecken. Der Betrachter wird durch die räumliche Tiefe der Bilder regelrecht ins Bild gezogen. Offensichtlich ist auch ihre Liebe zum Element Wasser. Doch das Besondere an ihrer Kunst ist die ganz spezielle Technik. Unzählige, teils selbst kreierte farbige Papiere muss Seo verarbeiten. Unterstützt wird sie dabei von ihren Assistenten, die nach ihrer Anleitung die Grundflächen der Kunstwerke bekleben. Die Feinarbeiten liegen jedoch bei der Künstlerin. Das braucht man, diese Technik, sehr, sehr viel Zeit, weil jede einzelne Stück muss per Hand zerrissen werden und dann geklebt. Und deshalb muss ich schon vorher gut überlegen, wo ganz genau. Und die eine Vorteil wäre, mit der kollagierten Struktur, das bringt komplett andere Ebene als, als nur mit dem Farbe, mit dem Pinsel malen. Und dafür finde ich einfach unheimlich viel Spaß gemacht und das ist für mich ein großer Vorteil. Die Dresdner Kunsthalle hat bereits im Sommer 2009 in einer Werkschau die Arbeiten Seos einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Unter dem Titel »Der Fluss findet das Meer« fand diese Ausstellung schon begeisterte Besucher, die auch schon mal den Kopf neigen mussten, um die Details in Seos Kunst zu entdecken. Galerist Michael Schulz berichtet, dass die Meisterschülerin von Georg Baselitz ein ganz außergewöhnliches Talent mitbringt. Aus diesem ganzen Studium heraus hat sich eine Malerei bei ihr entwickelt, die einerseits viel mit dem zu tun hat, was wir hier in unseren Kulturkreisen erleben, aufnehmen und verarbeiten. Aber andererseits sieht man es auch sehr deutlich, dass sie da viel mitgebracht hat aus ihrer Heimat. 1977 im südkoreanischen Gwangju geboren, wo sie auch 23 Jahre später als beste Studentin ihres Jahrgangs das Kunststudium beschließt, zog es Seo ein Jahr später in die Ferne. Ihr Ziel? Berlin und die Klasse des Professors Georg Baselitz. Mittlerweile werden ihre Werke weltweit gehandelt und das, obwohl ihre Liebe zur Kunst von familiärer Seite zunächst gar nicht gut geheißen wurde. Also in unserer Familie, es gab keine große moderne Kunst Stellenwert. Und sogar ich war in der Familie, diese Malen ist verboten. Aber irgendwann meine Eltern hatten meine Begabung entdeckt und hat die Leute meine Kunst unterstützt. Und meine erste Lehrerin war meine Schwester. Eine große Liebe zur Natur und viel Lebensfreude kennzeichnen die Werke der koreanischen Künstlerin. Nach der Ausstellung in Dresden sind einige Gemälde auch in anderen Galerien und Museen weltweit zu sehen gewesen, bevor sie Anfang 2010 nach Hamburg in die Werkstattgalerie Kappig und Piel verbracht wurden. Das Hamburger Haus hat den Auftrag bekommen, die Bilder für ihr künftiges Zuhause im Kölner Art Hotel zu rahmen. Ja, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir den Auftrag erteilt bekommen haben, dass wir das Hotel, das Art Hotel in Köln ausstatten dürfen mit den Bildern von Seo, das heißt mit vielen, vielen Originalen, großen Originalen, wie Sie hier sehen, und mit ca. 330 Grafiken, die speziell für das Hotel auch angefertigt wurden. Das heißt, ein Zyklus wird dort im Hotel verarbeitet. Dazu zählen neben den 320 Grafiken, für deren Rahmung 6 Mitarbeiter 4 Wochen lang beschäftigt waren, auch die 20 großformatigen Originale. Genau das ist der Charakter, den wir haben wollen fürs Hotel. Dass das Ganze schwebend ist, dass wir hier die Distanz haben und unten sieht man hier die Farbe, dass die Farbe sich wiederum widerspiegelt in dem Motiv, was doch bestimmt toll aussieht. Bei den sogenannten Distanzrahmen wird eine Farbe aufgetragen, die auch im Bild zu sehen ist, um eine Verbindung zwischen der Kunst und seinem Rahmen zu erschaffen. Doch ganz besonders die großen Originale fordern die Rahmenspezialisten heraus. Und hiermit haben wir den ersten Haltegriff, um ca. 100 Kilo zu tragen. Wir können diese 100 Kilo nur an dem Glas tragen, weil sonst die Ecken auseinanderbrechen würden. Dieser Rahmen, der wird dann hier in diese Fuge eingesetzt. Das heißt,
Dieser Stahlrahmen ist der Träger letztendlich für das gesamte Bild. Nachdem die 320 Grafiken und die 20 großformatigen Gemälde für ihre Hängung im Art Hotel Cologne vorbereitet und schließlich verpackt wurden, ging es auf die letzte Reise nach Köln. Dort angekommen haben die Mitarbeiter von Kappich und Piel Bild für Bild ins Gebäude gebracht. Bei einigen war wirklich Millimeterarbeit angesagt. Die großen Bilder wurden dann über die Freitreppe neben dem hoteleigenen Restaurant ins Haus getragen. Da mussten die Mitarbeiter schon ganz schön aufpassen, da der Wind an diesem Tag sehr stark war. Während Frieda Kappich bereits mit der Sortierung der Bilder für die einzelnen Etagen des Hauses begonnen hat, traf die Künstlerin Seo höchstpersönlich im Hotel ein, um bei den letzten Arbeitsgängen mit dabei zu sein und letzte Anweisungen geben zu können. Trotz des winterlichen Wetters ist der Zeitplan aufgegangen. Super klasse, der Orkan hat uns verschont, der LKW ist wie eine Eins über die Autobahn gerutscht, würde ich mal sagen. Wir haben nicht ganz pünktlich angefangen, weil ich bin nicht wie eine Eins gerutscht, aber ich kam später und wir konnten die Zeit aber wieder super gut aufholen und haben jetzt ja schon die Kunst sehr schön erfolgreich verteilt. Und auch das durchdachte Konzept mit den freihängenden Bildern innerhalb des Rahmens geht auf. Nach Ansicht der Fachfrau passt Seos Kunst zum Art Hotel Cologne. Perfekt, klasse, sensationell. Also, es ist aufgegangen. Wir haben die Betonwand als Hintergrund. Das heißt, in der Bilderrahmen-Fachsprache, so sage ich es mal, kommt um dieses Bild jetzt ein Rahmen mit einer Distanz von 3 Zentimetern ungefähr. Das heißt, wir haben Beton, Rahmen, Beton und das Bild. Aber der Pfiff an der ganzen Sache ist, dass in dem Rahmen immer wieder ein Farbanteil innen drin im Rahmen zu sehen ist. Das heißt, wir haben diesen nackten, kalten Beton richtig schön Farbe gegeben. In den Hotelzimmern besticht vor allem das Farbkonzept. Entsprechend der Zimmerfarbe wurde das passende Bildmotiv ausgesucht. Als besonderes Highlight wirkt die lichtdurchlässige Duschkabinenwand. Natürlich mit einem Seo-Motiv. Da macht das Duschen dann gleich doppelt so viel Spaß und dank modernster Energiespartechnik im Art Hotel Cologne darf dann ruhig auch mal etwas länger unter der Dusche gestanden werden. Alles in allem wird das Art Hotel Cologne, das im 100 Jahre alten Rheinauhafen zu finden ist, eine kleine touristische Attraktion für die Dommetropole darstellen. Quasi ein Museumsbau mit vorzüglicher Übernachtungsmöglichkeit, ganz nah dran an weiteren Sehenswürdigkeiten wie dem bekannten Schokoladenmuseum oder der Kölner Altstadt. Aber auch andere Kunstherbergen locken die Besucher. Andy Warhol-Fans treffen sich im Art Hotel Berlin City Center West. Freunde der Kunst von Georg Baselitz im Art Hotel Berlin Mitte. Und Kenner der Werke von A.R. Penck finden sicherlich Gefallen am Art Hotel Dresden.